Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Auch am Anfang dieser Predigt wieder der Hinweis, dass zu dieser Predigt ein ganzer Gottesdienst gehört, der auf unserer Homepage www.fkila.de auch zu finden ist. Eine kleine Liturgie, die man zu Hause feiern kann. Und deswegen auch geht es gleich los. Der Predigttext steht in 2. Mose 16, die Verse 2 bis 3 und 11 bis 18. Um das Zwischenland geht es heute. Das Land, in das wir oft ungewollt hineingeraten. Es gibt Situationen in unserem Leben, da sind wir zutiefst verunsichert. Die äußeren Umstände verwirren uns manchmal und führen zu Orientierungsschwierigkeiten. Manchmal auch zu waghalsigen Risikoanflügen. So erging es auch einem britischen Botschafter in Österreich. Und ich danke meinem Kollegen David Brunner für die Idee zu diesem Einstieg. Dieser britische Botschafter hatte gerade seinen Dienst angetreten und war zu einem ersten offiziellen Treffen eingeladen. Er fühlte sich ziemlich unsicher und desorientiert und er hatte keine Ahnung, was alles auf ihn zukommen würde. Einige hundert Diplomaten und viele prominente Vertreter aus Politik und Gesellschaft waren zu diesem Treffen eingeladen. Es war ein beeindruckender Abend. Das Essen war vorzüglich, der Wein schmeckte hervorragend und das Orchester untermalte dieses Treffen mit himmlischen Klängen. Irgendwann war der junge britische Botschafter von dieser Atmosphäre einfach nur überwältigt. Er wurde immer gelöster und versuchte, sich der Situation anzupassen. Er wollte aktiv werden, Risiko eingehen. Und so sprach er die Frau an, die neben ihm saß. Sie war in ein wundervolles rotes Gewand gekleidet, das mit kostbaren Juwelen besetzt war. Und so nahm er seinen ganzen Mut zusammen und forderte sie zum Tanz auf. Sie blickte ihn streng an und sagte: Auf keinen Fall werde ich mit Ihnen tanzen. Und ich gebe Ihnen drei Gründe. Erstens ist das hier kein Ball, sondern ein Bankett. Zweitens ist die Musik keine Tanzmusik, sondern die österreichische Nationalhymne. Und drittens bin ich keine Frau, sondern der Kardinal und Erzbischof von Wien. Wenn wir in unserem Leben durch Krisen und Umbrüche in solch ein Zwischenland stolpern, dann kann es uns ganz ähnlich ergehen wie diesem Botschafter. Wir sind mit der neuen Situation einfach überfordert. Wir wissen nicht, wie wir uns richtig verhalten sollen. Zwischenland, das ist das Land der Unsicherheit. Das Land, in das wir oft schleichend, aber manchmal auch über Nacht hineingeraten. Das können finanzielle Schwierigkeiten sein oder wenn es beruflich stockt. Es kann uns passieren, dass die Beziehung in eine Krise gerät. Wir müssen uns an neue Situationen gewöhnen, wenn das Kind eingeschult wird oder die großen Kinder plötzlich ausziehen. Aber auch Krankheiten überraschen uns, wenn der Arzt eine schwierige Diagnose stellt. Und auch unser Glaube kann betroffen sein, wenn er ganz schleichend oder über Nacht langweilig wird und stumpf. Und manchmal sind es übrigens auch längerfristige Prozesse, die sich mehr im Innern eines Menschen abspielen. Die Pubertät zum Beispiel, als die Zeit, in der Eltern in einem schwierigen Alter sind und die Eltern lernen müssen, einen Kaktus zu umarmen. Oder auch die Midlife-Crisis, die Zeit, in der Männer plötzlich Lederjacken und Motorräder kaufen. Oder eben Corona. Natürlich ist diese Corona-Zeit eine Zwischenzeit par excellence. Niemand von uns hat sich das ausgesucht. Und für die allermeisten von uns ist das eine wirklich umwälzende Erfahrung.
Ich muss das nicht weiter ausführen. Wir reden ja viel darüber und denken an vielen Stellen darüber nach, was das alles so mit uns macht. Denn für viele von uns ist das Leben erstmal auf den Kopf gestellt. Aber das gilt eben für jedes Zwischenland. Wir werden aus unserem normalen Leben herausgerissen und finden uns in einer ganz neuen Welt wieder, als hätte man uns gerade eben aus einem fahrenden Zug geworfen. Und es geht darum, wie wir diese Umbruchzeiten, diese Krisenzeiten bewältigen können. Und dazu soll uns der Blick auf diese Erzählung des Volkes Israel helfen. Als Vorbereitung habe ich ein Buch des amerikanischen Pfarrers Jeff Mannion gelesen, das ich empfehlen möchte. Zwischenland heißt es und im Untertitel Halt finden in Zeiten des Umbruchs. Genau darum geht es. Halt finden in Zeiten des Umbruchs. Das Volk Israel hat genau das durchgemacht. Die etwa 500 Jahre lange Zeit in Ägypten kam an ein Ende. Mose hatte von Gott den Auftrag bekommen, das Volk herauszuführen. Wir alle kennen die dramatische Geschichte von den 10 Plagen, vom ersten Passafest, dem Auszug aus Ägypten und der Teilung des Roten Meeres. Und natürlich diese wunderbare Aussicht auf das gelobte Land, auf ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Aber schon bald ist dieses verheißene Land ganz furchtbar weit weg. Da schleppen sie sich nämlich durch die Wüste. Und die war so nicht eingeplant. 40 Jahre Wüste. Das ist das Zwischenland des Volkes Israel. Eine Situation, mit der sie keinerlei Erfahrung hatten. Das ist ja auch unsere Erfahrung, dass so ein Zwischenland auch immer ein Stück Neuland ist. Da haben wir vor uns hingelebt, alles schien soweit gut. Und dann plötzlich oder schleichend stehen wir in der Wüste, wo nichts mehr geht, wo zumindest alles anders ist. Ich habe in diesem Zwischenland des Volkes Israel 3 Dinge gefunden, möchte 3 Dinge mitgeben, wie wir damit umgehen können. Zwischenlandschritte sozusagen, die wir tastend gehen könnten. Erster Schritt. Klagen statt jammern und meckern. Klagen statt jammern und meckern. Was tut das Volk Israel als erstes und ausgiebig, als sie da landen und merken, es geht nicht mehr weiter? Genau, sie jammern und meckern. Hätte der Herr uns doch getötet, als wir noch in Ägypten waren. Dort saßen wir vor vollen Fleischtöpfen und konnten uns an Brot satt essen. Aber ihr habt uns herausgeführt und in diese Wüste gebracht, damit die ganze Gemeinde verhungert. Die jammern nicht nur, die sehnen sich nach der guten alten Zeit. Ja, damals in Ägypten. Und sie vergessen natürlich so nebenbei, dass auch diese gute alte Zeit voller Herausforderungen und Beschwernisse war, die es zu bewältigen galt. Aber dieses Jammern führt zu überhaupt nichts. Es ist ziellos, es ist rückwärtsgewandt. Jammern macht unzufrieden und es macht bitter. Jammern ist letztlich gottlos, denn es rechnet nicht mehr mit Gottes Eingreifen. Wie anders, liebe Brüder und Schwestern, ist ehrliche Klage. Klage weiß um Gott. Klage rechnet mit ihm und schleudert ihm sozusagen alles entgegen, denn Gott hält das aus. Wer klagt, redet mit Gott. Wer klagt, bleibt mit Gott im Gespräch. Die Psalmen sind voll mit Klagebeispielen, gegen die unsere Gebete meistens höfliches Gesäusel sind. Lesen Sie mal den Psalm 88. Sie werden staunen, dass diese Worte Eingang in die Heilige Schrift gefunden haben. Warum hast du mich verstoßen, Herr? Warum verbirgst du dich vor mir?
Solange ich denken kann, bin ich gequält und dem Tode nah. Du erschreckst mich mit immer neuen Plagen, sodass ich fast an dir irre werde. Dein Zorn ist über mich gekommen wie ein Feuersturm. Deine furchtbaren Angriffe zerschlagen mich. Sie bedrohen mich von allen Seiten. Täglich dringen sie auf mich ein wie tödliche Fluten. Freunde und Nachbarn hast du mir entfremdet. Mein einziger Begleiter ist die Finsternis. Haben Sie schon jemals so mit Gott gesprochen? Er hält das aus. Er hört unser Klagen. Und was noch wichtiger ist, da wo ich Gott mein Leid klage, da kann ich dann die damit verbundene Last auch irgendwann wirklich abgeben und loslassen. Weil ich weiß, dass er mich hört, kann ich ruhig werden, auch über dem Ungelösten. Wenn ich Gott das klage, was mich bewegt und zerreißt und umtreibt, dann kann ich Frieden gewinnen über all dem, was gerade nicht passt. Und am Ende kann ich sogar erfahren, dass mitten in meiner Klage neues Vertrauen in mir wächst, weil ich weiß, Gott hört mich nicht nur, sondern er erhört mich auch. Das ist das Erste. Klagen statt jammern. Und nun der zweite Schritt, aufstehen und sammeln. Aufstehen und sammeln. Das Volk Israel durfte es ja dann wirklich erleben, mitten in der Wüste. Gott versorgt sein Volk. Er kümmert sich um uns. Wir dürfen Gutes von ihm erwarten. Da ist Gott, wir sind hier und dieser Gott, der kümmert sich um uns. Bis hierher schön und gut. Aber was das Volk Israel lernen muss, ist, dass es tatsächlich für jede und jeden Einzelnen etwas zu tun gibt. Was Gott schenkt, damit das Volk überlebt, will eingesammelt werden. Das Essen fliegt den Faulenzern nicht einfach von selbst in den Mund wie im Schlaraffenland. Nein, da müssen sie schon aufstehen, rausgehen und das Manna einsammeln. Manna. Was immer dieser Honigtau auch genau war, das überlassen wir heute mal den Fachleuten. Es war jedenfalls essbar und nahrhaft. Entscheidend war aber etwas anderes. Es gab jeden Morgen neu davon. Und jeden Morgen neu hieß es, steh auf, geh raus, sammel auf. So viel, wie du für heute brauchst. Ich glaube, wir dürfen das ganz persönlich für uns hören. Da draußen gibt es Nahrung für dich. Nahrung für Leib und Seele. Genauso viel, dass du heute überleben kannst. Im Zwischenland, in der Wüste, in der du gerade steckst. Es mag verzweifelt, trocken und schwierig und unüberschaubar sein, aber Gott schenkt dir das, was du heute zum Leben brauchst. Das aber ergreife auch und deswegen steh auf, geh raus, sammel auf. Mach die Augen auf, schau genau hin. Was Gott dir heute schenkt, wird dir für diesen Tag auch reichen. Deine Aufgabe ist es, aufzustehen und einzusammeln. Es mag ein Bibelwort sein, ein kleiner freundlicher Gruß, den dir jemand schenkt, eine E-Mail, die dich erreicht. Ein Anruf, der dich überrascht, eine gute Lektüre, über die du stolperst. Es ist nicht viel. Es ist vielleicht sogar ganz unscheinbar. Aber Gott schenkt es dir, damit du heute überleben kannst. Missachte nicht, was Gott dir heute schenkt. Aufstehen und sammeln. Das war der zweite Schritt. Und jetzt kommt der dritte Schritt. Entdecke die neuen Möglichkeiten. Entdecke die neuen Möglichkeiten. Und dazu muss ich euch die wahre Geschichte von Kai Frobel erzählen. Kai Frobel wächst im oberfränkischen Hassenberg bei Coburg in unmittelbarer Nähe der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze auf. In Sichtweite seines Elternhauses befinden sich die Anlagen der innerdeutschen Grenze. Auch so ein Zwischenland eben
das Zwischenland Deutschlands ein ziemlich breiter Grenzstreifen. Und weil er ein ganz normaler Schüler ist, der ab und zu mal nichts zu tun hat, streunt er da so ein bisschen herum. Er hat ein Fernglas, er geht spazieren und schaut da also immer wieder Richtung Todesstreifen. Auf der einen Seite beäugen ihn die DDR-Grenzer, auf der anderen Seite steht der Bundesgrenzschutz. Und er beobachtet die Natur, so beschreibt er es später selbst, buchstäblich zwischen scharf geladenen Waffen. Und was er da entdeckt, sind eben nicht nur die Wachttürme oder der Stacheldraht. Nein, was er da eigentlich entdeckt, sind einige Vögel. Er fotografiert sie und zeigt sie seinen Eltern und versucht herauszufinden, welche das sind und macht eine Entdeckung. Das ist ein Braunkehlchen. Und auch einen Neuntöter sieht er und einen Eisvogel. Und damit beginnt das Abenteuer seines Lebens. Kai Frobel entdeckt nämlich noch mehr Tiere. Die Keiljungfer, eine seltene Libellenart, der Abbiss-Scheckenfalter, den Schwarzstorch und ab und zu auch einen Fischotter. Und auch auf seltene Pflanzen stößt er, zum Beispiel auf seltene Orchideen wie den Frauenschuh. Kai Frobel ist hingerissen und total fasziniert. Kai Frobel hat in diesem Zwischenland entdeckt, da wächst etwas, weil es Raum hat. Und er erkennt die Bedeutung der innerdeutschen Grenze als Rückzugsgebiet und Heimat bedrohter Tier- und Pflanzenarten. Und dann beginnt Kai Frobel zu rechnen. 1400 Kilometer Grenze mal 600 Meter innerer Grenzstreifen plus davor nochmal eine 5 Kilometer Sperrzone, in der menschliche Aktivitäten, insbesondere Verkehr und Industrie, strengstens kontrolliert und damit stark eingeschränkt waren. Das ist eine riesige Fläche, dieses Zwischenland, stellt er fest. Diese gesamte Fläche, die zwangsläufig viele Jahrzehnte lang nur geringem menschlichem Einfluss ausgesetzt war, ist also erheblich größer, als er bisher gedacht hat. Schätzungsweise fast 8000 Quadratkilometer, so rechnet er aus, 1400 Kilometer mal mindestens 5,7 Kilometer, immerhin etwa die Hälfte der Fläche Thüringens. Kai Frobel lässt dieses Zwischenland nicht mehr los. Und als 1989 die Wende kommt, organisiert er schon 4 Wochen später, im Dezember 1989, in Hof das erste gesamtdeutsche Treffen mit Naturschützern aus der Bundesrepublik und der DDR. Und dort wird die Idee geboren, den Grenzstreifen als Schutzgebiet auszuweisen. Kai Frobel hat einen Traum. Er beginnt vom grünen Band Deutschland zu reden. Und genau so wird dieses Naturschutzprojekt später heißen. Das grüne Band Deutschland. Frobel hängt sich rein, er gewinnt einige Mitstreiter, er macht außerdem sein Hobby zum Beruf, er studiert Geoökologie und promoviert 1997 am Lehrstuhl für Biogeographie an der Universität Bayreuth. Heute arbeitet er als Artenschutzreferent beim BUND und betreut eben genau dieses Naturschutzprojekt, denn heute ist der ehemalige Todesstreifen ein Biotopverbund von Weltrang, in dem mehr als 1200 gefährdete Tier- und Pflanzenarten leben. Vor 3 Jahren, 2017, ist er dafür mit dem Deutschen Umweltpreis ausgezeichnet worden. Liebe Schwestern und Brüder, da hat einer hingeschaut in angeblich totes und unbelebtes Zwischenland und hat etwas entdeckt, was keiner für möglich gehalten hat, dass nämlich gerade da, wo es niemand vermutet hat, neues Leben entstanden ist und in Ruhe wachsen konnte. Und er hat so nebenbei seine eigene Lebensberufung entdeckt. Diesen Blick, liebe Schwestern und Brüder, den wünsche ich uns allen. Könnten wir nicht alle gerade jetzt im übertragenen Sinn mal unsere Ferngläser zücken und mal genau hinschauen, ob
in dieser Zwischenzeit, die so karg erscheint und so unscheinbar und auch so langweilig, ob nicht gerade in dieser Zeit Gott etwas Neues schaffen will in uns und um uns herum? Und ob er nicht gerade da etwas wachsen lassen möchte, mit dem wir gar nicht gerechnet haben? Neue Ideen für unser Leben oder für unsere Kirchengemeinde? Eine neue Ausrichtung, eine vertiefte Beziehung zu einem Menschen, den wir aus den Augen verloren hatten? Kreativität, die in uns aufbricht, dass eine Gabe, die in uns geschlummert hat, plötzlich aufbricht, weil sie Zeit hat, sich zu entfalten. Egal was es ist, bleiben wir doch aufmerksam und wachsam für das Neue, das vielleicht gerade da im Zwischenland wächst. Es könnte entscheidend sein für unser Leben. Letztlich ist es so, dass gerade in diesen Zwischenlandzeiten, die wir uns am allerwenigsten wünschen, das am allerbesten wächst, was wir uns zutiefst am meisten wünschen, nämlich eine tiefe, eine feste, eine vertrauensvolle Beziehung zum lebendigen Gott, weil wir nirgends und nie so gut wie in diesen schwierigen und harten und notvollen Zeiten lernen, in täglicher Abhängigkeit von ihm zu leben und Gott uns gerade in Wüstenzeiten zeigen kann, dass er an uns denkt und uns versorgt. Und weil wir lernen dürfen, endlich mit dem Jammern aufzuhören und ihn im Gebet zu suchen. Und wenn es ehrliche Klage ist. Und weil wir täglich neu lernen dürfen, danach Ausschau zu halten, was Gott uns schenken möchte. So soll und so wird unser Glaube, unser Vertrauen wachsen und reifen. Heute und hier, mitten im Zwischenland. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Lass doch mein Vertrauen größer sein. Zum Schluss dieser Predigt hören wir noch ein Lied von Manfred Siebald, der eben diese Situation des Volkes Israel in der Wüste aufgreift und dann am Ende daraus ein Gebet macht. Lass doch mein Vertrauen größer sein. Und müd saßen wir da, zwischen den Zähnen nur Zorn. Augen voll Sand, wohin man sah, was hatten wir dort verloren? Wär ich nur zu Hause geblieben, ich Narr, so murrte mein Freund neben mir. Ich hätte doch besser gelebt, wo ich war, wär schöner gestorben als hier. Dann geschah es. Vögel zogen auf mit der Nacht, man sah es. Hilfe hatte Gott uns gebracht, und in der Stille, als keiner mehr sprach, halten nur unsere Flüche noch nach. Wie ist mein Vertrauen doch so schwach? Hitze am Tag, Frost in der Nacht, Füße und Kreuz wurden schwer. Wer hatte uns dorthin gebracht? Wer führte uns
hin und her. Ihr Leute, kehrt um, rief einer von hinten, die mageren Fäuste geballt. Ihr rennt ins Verderben, lasst uns hier verschwinden, man wird in der Wüste nicht alt. Dann geschah es. Vögel zogen auf mit der Nacht, man sah es. Hilfe hatte Gott uns gebracht, und in der Stille, als keiner mehr sprach, halten nur unsere Flüche noch nach. Wie ist mein Vertrauen doch so schwach? Noch sind wir hier, laufen gebückt, noch sind wir nirgends zu Haus. Gott macht uns satt, und was er schickt, reicht für den Weg geradeaus. Wir hätten gern heut schon genug in der Hand, um einen Tag mehr oder zwei ganz sicher zu sein. Doch wir haben erkannt, Gott hilft uns an jedem Tag neu. Dann geschieht es. Gottes Hilfe kommt mit der Nacht, man sieht es. Was wir brauchen, hat er gebracht, und nach dem Zweifel und Murren und Schreien stimmt jeder stumm in die Bitte mit ein. Lass doch mein Vertrauen größer sein.